Dieser Künstler heißt Volker Kurz und kommt aus Gröbezell. Seine Arbeiten sind Öl auf Baumwolle. Der erste Titel, wir gehen jetzt also von hier so rüber, heißt Ins Holz. Die Holzfäller sind realistisch, organisch, also harmonisch eingefügt, natürlich dargestellt. Und die dunklen Baumstämme geometrisch abstrakt. Das zweite Bild, Gebirgler. Der Mann ist plastisch, also formbar, realistisch, organisch dargestellt. Die Gebirgslandschaft dagegen flächig, geometrisch abstrakt. Der dritte Titel, Archimedes. Er war ein antiker griechischer Mathematiker, Physiker und Ingenieur. Er gilt als einer der bedeutendsten Mathematiker der Antike. Archimedes zeichnet in den Sandstrand von Syrakus seine geometrischen Figuren. Zeppelin im Gebirge. Der kleine Zeppelin macht aus dem informellen Bild eine Gebirgslandschaft. Und der letzte Titel, über dem Styx. Styx heißt Wasser des Grauens. Durch den Kahn mit dem Fährmann Charon, in der griechischen Mythologie der düstere, greise Fährmann, der die Toten für einen Obolus über den Totenfluss Styx setzte, damit sie ins Reich des Totengottes Hades gelangen konnten. Aus dem informellen Bild wird eine konkrete Unterwasserlandschaft.